des Jahres! Spiel des Jahres! Ich kenne Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Noch nicht mal 5 Minuten. Und schon haben sie sich entschlossen, das Spiel ist das Spiel des Jahres, vielleicht das beste Spiel aller Zeiten. Ist das Spiel wirklich so gut? Ich bin nicht gehypt. Ich freue mich auf das Spiel. Red Dead Redemption. Ja, ja. Schönes Spiel, hoffe ich. Ich hoffe. Ich bin nicht so der Western-Fan, aber ein bisschen Clint Eastwood und ein bisschen John Wayne geht doch. Ja, das Spiel hat auch extrem gute Bewertungen bekommen. Ja, mal gucken. Es war sowieso ein bisschen komisch. Das Spiel ist nicht mal draußen gewesen und alle haben schon gesagt, Spiel des Jahres, ist das wirklich vielleicht das Spiel des Jahres oder das beste Spiel seit Jahren und wir werden noch jahrelang darüber sprechen. Bitte, bitte, mach ein bisschen halblang. Mach ein bisschen halblang. Wir werden das jetzt zusammen anschauen. Ladies and Gentlemen, darf ich Ihnen vorstellen? Red Dead Redemption 2. Ja, angezockt. Wir werden das Spiel zusammen jetzt etwa eine Stunde oder 50 Minuten mal gucken, zusammen spielen. Und ich werde ganz am Schluss des Videos meinen ersten Eindruck sagen. Und von 10 möglichen Punkten werde ich meine Punkte verteilen. So, und jetzt noch ganz kurz. Ich habe eine Stunde schon gespielt und es gab technische Probleme. Ja, zum Glück, jetzt läuft alles gut. Keine Ahnung, was passiert ist. Mein Mikrofon hat so gemacht, hat von Nase genommen. Aber gut, ja, jetzt spielen wir mal. Das sind wir, Niko Bellic aus GTA 4. Also, wenn er sieht wirklich so aus. Wenn das nicht Niko Bellic ist, wer ist das dann? Wer ist das? Wer bist du? Arthur. Okay, ich glaube, Arthur heißt er. Das ist unser Charakter und guck die Grafik mal an. Oh, und wo ist mein Pferd? Mein Sohn, mein Stolz. Meine Altersvorsorge. Berühre ihn. Wie kann man berühren? Untersuchen. Oh, ich kann untersuchen. Wie geht das? Info anzeigen. Gezeigt. Okay, ich gehe mal zum Billy the Kid. Ja, schon, also das Spiel sieht natürlich schon geil aus. Das ist, wir haben hier Michael Jackson erlebt. Michael. Komori. I thought you liked action. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Michael. I ain't never seen so many long faces. I guess. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party? Probably. Uh-huh. Funny, huh? Sure. Oh. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Oh, er auch. We've been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Dum 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 dum. John Wick. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this score they're planning.
careful. You can rob this or their planet. Schon schön. Ja, die Grafik sieht ziemlich toll aus. Und wie sieht mein Pferd aus? Guck mal die Augen an. Oh. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. Also, ob ich in Antarktis wäre. Aha. Needs to be put to rest, one way or another. Easy. Some things I can't forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Boah, also ich bekomme auch kalt. Guck das mal an. Aber schon detailliert, ne? Schön weiß. Aha, was jetzt? What are you doing? Ja. Was ist das? All right, gentlemen. Oha. Guck ihn an. Nein. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Let's go. Also die Pferde sehen echt geil aus. Wirklich, mega. Guck mal die Oberschenkel an. Wie Jennifer Lopez früher, als sie noch gelebt hat. Nein, ich meine, als sie noch jung gewesen ist. Okay. Die Atmosphäre ist schon mal ganz geil. Boah. Wer hat weiße Haare? That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. So viel Englisch kann ich auch. No problem. What can I do sometimes? Oh. Wie er rennt. Wer ist das? Abraham Lincoln? Nein. Who's he talking to? He don't seem very happy. Kann man nicht nahzoomen? Geht leider nicht. 1800. No. Colm can wait. Damals gab es Dinosaurier. Titanic. Oh. Geschichts. Ja, normal. Titanic 1907. Oder? Ich weiß es nicht, egal jetzt. Geschichte, naja. Auf jeden Fall, Titanic gab es damals noch nicht. Waffen, die du nicht vor dem Absteigen in dein Arsenal übernimmst, bleiben auf deinem Pferd. Got it, Dutch. Ich finde das irgendwie toll. Was ist das? Normal? Aha. Ich muss euch mal was zeigen. Guck mal, wie geil das aussieht. Was ist los?
Sektor! Nein! Mission Neustart. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Scheiße, ich wollte euch nur. Er macht so. Warte. Wie macht er? So schnell. Tak, 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 tak. Ja, gut. Gut, es hat gespeichert. Oha. Ich dachte, ich muss alles nochmal machen. Naja, ja. Gut, gut, also. Oh Mann. Waffen, ja, ja, Arsenal. Wo ist Manchester? Da ist Manchester. Also, da ist meine Waffe. Amman. Arthur, schon ein schwieriger Name. Arthur. Dagon Carey. Arthur. Dagon Carey. Tennessee Walker. Oh. So, meine Waffe. Hände hoch. Hörst du mich, du brauchst? Ach so, Entschuldigung. Doktor, Entschuldigung. Oh. Hast du Läuse? Was los? Hast nicht geduscht? Aha. Schon geil. Guck mal. Ja. Wow. Okay. Ich will Blut sehen. Ich will Bloody Mary. Wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Cole, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Das stresst mich ein bisschen. Ich muss gar nicht viel reden. Er redet schon. Schade, ist nicht Deutsch. Naja, kein Problem. Wir können lesen, oder? Oder manche Englisch. Mein Englisch ist nicht schlecht, aber... Naja, so gut jetzt auch nicht, dass ich jetzt da... Wort für Wort verstehe. Leider nicht. Wenn er sagt Whisky oder Wodka, verstehe ich aber. Tennessee verstehe ich nicht. Der sieht aus wie ein Priester. Kann ich beten, wenn ich sterbe? Aha. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Das Video läuft. Oh Mann. Oh, Kirche. Da in der Nähe ist eine Kirche. Ah, da unten. Der Schnee sieht aber schon geil aus. Am liebsten würde ich... Oh. Kann man rutschen? Rutschig. Aber er sieht wirklich aus wie Niko Bellic. Niko Bellic. Oder Bellic. Bellic, glaube ich. Von GTA 4. GTA 4, genau. Er sieht wirklich 1 zu 1. Gleiche Nase, gleiche Augenbrauen. Naja, egal. Da hat John Marston anders ausgesehen. Alter, was ist das jetzt? Schleichspiel, oder? Können wir nicht reinrennen? Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Soll ich mich bucken? Ducken. Ducken. Ducknucken. Soll ich mich ducken? Ducken. Ah, er kann nicht reden. Also irgendwie geht's gleich ab. So fühle ich es. Ich hoffe, wir werden viel Blut sehen in diesem angezockt Video. Ja, das wäre wirklich irgendwie schön. Irgendwie wäre es schön, viel Rot zu sehen. Stay alone. Stay alive. Halte LB gedrückt, um das Waffenrad aufzurufen und deine Waffe und loslassen. Okay. Wo ist Michael? Oha, er duckt sich. Soll ich auch? Okay, let's get in cover. Kopf oder Zahl? Was hat er gesagt?
Oh Gott, ich habe die Steuerung vergessen. RB ist Decken. What are we doing, Dutch? Decken. I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Oh, ich soll entscheiden? Ich weiß, was ich entscheiden kann. We don't have time to debate this. What the hell are you doing? God damn it! Was denn? Oh. Let's do it! Alter, er zieht ja von alleine. Wieso? Das finde ich nicht so geil. Ich hätte gerne selber gezielt. Oh. Guck mal, er zieht. Nein. Kann man das ausstellen? Ja, muss ich dann gucken später. Oh. Weil, wenn er selber zielen kann. Oh. Öff. Stirb! Oh. Nein! Ich kann gut zielen, ne? Ja, ich weiß. Er zielt ja leider alleine. Von selber, also. Ja. Das finde ich ein bisschen. Naja. Boah. Oh, fuck. Stirb! Boah. Hadi. So. Oha. Schon geil. Das waren alle. Okay, alles durchsuchen. Of course not. Colm doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. Ich glaube, ich sollte mich mal heilen, oder heilst du dich automatisch? Ich glaube, ich muss mich selber heilen. Ja. So, Tasche. Essen wir mal ein bisschen Fasulie. Also, ich meine, nicht Fasulie. Wie meine ich? Bohnen. Genau. Tagebuch kann man auch essen. Vorräte. Da, Kidneybohnen. Mhm. Uff. Praktisch. Sowas brauche ich auch, auf jeden Fall. Er hat schon Lust, jeden Tag zu kochen. So. Ah, ich muss länger Y drücken. Wir spielen übrigens auf der Xbox One X. Damit ihr das, falls ihr das wissen wollt. Oh. Wir haben Besuch. Alter, ich habe noch nichts genommen. Geld, ich brauche Geld. Aber schon geil. Gefällt mir. Erledige, ja, ja, okay. Pferde, kann man die Pferde auch töten? So, mach mal, komm. Oha. Alter. Dead Eye, aha. Die Zeit zu verlangsamen. Und wie geht das? Ah, jetzt habe ich es gesehen. Aha. Kann ich das auch mit dieser Waffe? Geht das auch? Das wäre interessant. Nämlich. Aha, Stufe 3 erreicht. Gut, Dankeschön. Küss Hand. Das ist. Ist der. So treffe ich nicht. Oha. Alter, ich wollte Michael Jackson töten. Hilde, schnell nimm, was wichtig ist. Oha. Hey, wieso nimmst du diese Waffe immer? Muss ich's. Oha.
Wo gehst du? Boah, voll geil. Dead Eye. Das ist genau meins. Okay. Lan, ich will auch mal töten. Warte, da ist einer. Was ist los? Okay. Aber muss ich jedes Mal Waffenrad oder wie das heißt, wenn ich die Waffe wechseln will? Ja, wie es aussieht. Was das? Aha, okay, Aufgaben. Okay, gut. Ja, also ich muss jedes Mal das... Nicht schlimm, ja. Ist nicht schlimm, aber... Naja. Nicht so komfortabel irgendwie. Ich muss ein bisschen reinkommen natürlich. Ne? Schön, schön. Wo Blut? Ja, viel Blut gibt es nicht. Ich hoffe später dann. So, gehen wir mal zurück. Nee, also die Grafik ist toll. Und die Steuerung, also das Gameplay ist auch super. Ja, nee, gefällt mir gut. So, hat er schon genommen. Was ist das? Lavabo. Aha, guck. Oho. Ich bekomme immer mehr Ausdauer. Ja, das ist schon wichtig. Ausdauer ist wichtig, ey. Ohne Witz. Dümme, Arthur. Schon schwieriger Name. Okay, was haben wir hier? Guck das mal an. Wie die Leute früher gelebt haben. Wir haben es wirklich gut. Das könnt ihr mir glauben. Halte gedrückt. Wieso? Okay, da. Oh. Er kennt nichts. Ja, ich komme ja. Mein Gott. Ist das mein Chef oder so? Ich mag ihn nicht. Nein, nein, er ist okay. Waffenrad. Was ist das? Wurfwaffen. Lasso. Oha. Guck das mal an. Maze around. Warte. Guck. Voll gut. Gefällt mir. Also gut. Ich glaube die... Ja, ja, ich bin ja da. Ich gucke, wer Geld hat. Oh Gott. Den Laden auseinander, ja? Wo denn? Links. Er meint hier, oder? Ausdauer, okay. Es erhöht sich ja die ganze Zeit. Aha, schauen wir mal, was da ist. Here. This looks good. What do you think, Bill? Hilf. Looks fine. Was ist das? Dynamit. Smells good. Come on. Das Spiel gefällt mir immer besser. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Es ist wie ein Film, wo man selber steuert. Hammer. Gefällt mir wirklich super. Idiot. Guck. Mein Pferd ist so geil. Echt. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind at Blackwater. That won't happen again.
Wir müssen Boden gut machen. Was? Okay. Guck das mal an. Einfach klasse. Ja, das Spiel ist wirklich klasse. Bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr gut. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. It could be useful. Okay, you got it. Aha, lebendig? Fang ihn mit dem Lasso. Oh nein. Okay, Lasso. Come on, let's do it. Jetzt kann ich ein bisschen reden, ohne gestört zu werden. Aha. Jetzt geht's los, ne? Cowboy. Wo gehst du hin? Niemals! Du gehörst mir. Das ging echt schnell. Und jetzt? Verärgern. Mister, please. Waffen? Aha. Look, I give up. Komm jetzt. Um ihn zu fesseln. Ja, wie denn? Ach, nochmal, warte mal. So. Halt still. Du kommst mit mir. Wie ein Baby. Oh mein Gott. Mein Kind. Plündern. So, zuerst mal plündern. Ob er Geld hat. Falls du das überlebst, aufheben. Falls du das überlebst, bekommst du dein Geld schon zurück. Wow, wird dunkel. Du kannst gefesselte Personen auf den Rücken deines Pferdes legen. Okay. Ich habe einfach zu viel Assassin's Creed Odyssey gespielt. Merke ich einfach. Wie komme ich jetzt drauf? Aha, so. Das merke ich wirklich. Duffy. Oh. Ein Irländer. What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Aber mein Pferd hat nicht so viel Ausdauer, ne? Wie ich sehe. I'm no use to you. Aber die Atmosphäre ist einfach Weltklasse, wirklich. Oha, mein Pferd. Ich sollte mal ein bisschen normal reiten. Das waren zwei Knochen. Reite, reite! Oh, mein Pferd. Gleich fällt er in Ohnmacht. So, wir sind auch schon da. Juhu! Geschafft. Sollen wir parkieren? Muss ich jedes Mal Pferd anbinden oder Kieran entfernen? So, komm. Komm mit, mein Kind. Die sind alle echt nett. Schon geil. Oh, Leuchtfeuer. Aha, aha. Found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home.
Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Okay. Das Spiel hat bisschen ruhig angefangen. Mal gucken, wie es noch wird. Oha, Leuchtfeuer. Was ist los? Alte Freunde abgeschlossen. Aha. Okay. Und jetzt kann ich mit diesen. You okay, Bill? Are we gonna hit this train then? Seems that way. Sieht ganz so aus. Damn it, Bill. Well, I suppose I should be getting on. Okay. Gehen wir mal. Aha. Ich kann mit den Leuten reden. Is that worked out? Schon geil. The O'Driscolls? Now we just have to rob this train. Get out of here. Yeah. Them wagons. Lenny. Snowed in. Having fun in here, Lenny? More since we robbed the O'Driscolls. Hopefully we'll be out of here soon. Homie. Okay, was ist das? Das ist mein Pferd. Aha. Aha, sieht aber komisch aus, das Symbol. Irgendwie. Okay. Ich muss zum Papst. Gut. Dann gehen wir mal dahin. Oh mein Gott, was ist das? Oh, nicht dein Ernst. Guck mal. Hähnchen. Nein, nicht Hähnchen. Häslein. Häslein. Hase. Oha, nicht schön. Alter. Meine Mutter hat geschrien. What's up? Pearson. Ah, nicht Papst. Halte gedrückt, um deine Gefährten zu fokussieren und über die Interaktionsoptionen mit ihnen zu reden. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted off. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Also wir sind schon ein bisschen der Laufbursche, wie es aussieht, ne? Mach das, mach dies. Naja. Yeah, you take this. I can't use it, you'll have to. Bogen. Oha. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. Also, wo ist das jetzt? Gegenstände? Nein. Ah. Was ist das? Ausdauer Tonika? Nee, Dead Eye Tunika, Fernglas.
Nein, nichts essen! Oh, oh nein, er hat gegessen. I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Ich wollte eine Waffe. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Yeah. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm. Verbundenheit. Du hast mit diesem Pferd das Aufbäumen freigeschaltet. Halte beim Stehen RB gedrückt und tippe auf X, um diese Bewegung auszuführen. Oh. RB X. Okay. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Jetzt gehen wir jagen. Wo sind die Tiere? Ach, so viele Tiere sieht man ja auch nicht jetzt. Okay, bin gespannt, wie das wird. Er ist aber nicht so gesprächig. Der liebe Charles. Look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Easy. Ich hoffe, ich darf schießen. Hey, stop here a second. I see something. Aha, guck da jetzt. Was das? Nein, falsch. Nein, nein. Nicht diese Waffe. So. Ich wollte nicht diese Waffe nehmen. Alter. Oh. Scheiße. Da, jetzt. Nein, nicht das. Oh, Bogen. So. Halleluja. Das habe ich schon geil gemacht, oder? Mega realistisch irgendwie. Du machst weniger Lärm, wenn du dich geduckt bewegst. Slowly. Okay. Beweg dich nicht. Okay. Pferde? Was ist Pferde? Du kannst Adlerauge benutzen, um Tierpferden und andere Hinweise zu sehen. Aha. Okay, nein. Ach so. Wo? Ich sehe nicht. Warte mal. Ich sehe keine Tiere. Sehe ich? Nein, ich sehe nicht. Was für Tiere? Aha. Aha, guck. Pferde folgen. Spuren werden am Boden markiert. Wenn du sie anschaust, sie bleiben markiert, bis der Balken unten rechts leer ist. Nicht mehr folgen. Doch, doch, folg. Wo folge ich? Da. Ist das gemeint? Ein bekanntes Tier. Aha. Okay. Stop running. Ja, sorry. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Stopp, stopp. Okay, also, wir müssen ein bisschen geduldig sein. Aktiviere Adlerauge und schaue dir die Spuren nochmal an. Ah, ich kann das so beliebig wie
Ich will benutzen, wie es aussieht. Also ich bin blind, oder? Da. Alter, muss ich jedes Mal so jagen? Ich hoffe nicht. Schon spannend. Ich will rennen. Oh Mann. Oh, sind aber schon große Füße. Ich dachte, das ist ein Bär. Aha, guck. Nein. There they are. Are you ready with that bow? Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Good shot. Oh. Versuch jetzt noch einen. Willst du nicht das mal zuerst holen? Warte. Indem was? Errege die Aufmerksamkeit des eines Tieres, indem du es rufst, während du es im Visier hast. Dies gibt dir einen kleinen Vorteil. Na, kleinen Vorteil, keine Ahnung. Also, holen wir das mal. Oh, ist das? Oh nein. Schon schade. Oh, er bewegt sich noch. Nein. Hab ich das jetzt falsch gesehen? Es hat so ausgesehen, ob die Ohren sich bewegt haben. Aber gut. Kann ich das jetzt nicht plündern? Anscheinend nicht. Okay, gut, gut. Tücken. So. Ah, guck, da ist noch einer. Tschüss. Verfolgen. Kann ich nicht ein bisschen rennen, Doc? Charles? Okay. Oh. Was jetzt kommt? Bestimmt ein Bär. Wetten? Wetten? Grizzly kommt. Oh. Da. Wieso haben wir das Tier nicht geschnitten? Ich habe nicht getroffen, ich glaube es einfach nicht. Boah, Kirche. Wo sind die Tiere? Man muss wirklich suchen, wow. Ich dachte, es ist wie in Odyssey. Ja, Assassin's Creed Odyssey, da war es auch einfach. Definitiv. Aha. Da, guck. Okay. Oha. Krass. Gegeben. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hands okay? Aufheben. Und das andere, wir haben zwei getötet. Schnapp. Ja. Weißwedelhirsch. Aber dann können wir noch gucken, was das für einer ist. Wow. Gesamtfortschritt. 50% aufgespürt. 2. Getötet. 2. Gehäutet. Oha. Was ist das? Gehäutet. Ich kurze gleich. Okay, weiter geht's. Geht's weiter? So geht's weiter. Drücke, um nach deinem Pferd zu... Oh, ich kann... Nein, das ist super. Dein Pferd reagiert auf dein Pfeifen, wenn es in der Nähe ist. Baue weiter Verbundenheit zu deinem Pferd auf, damit sich die Reichweite erhöht, in der es auf dein Pferd reagiert. Oh nein, wir müssen auch jagen. Wow, sieht schon tot aus. Aber voll. Okay. So. Wisst ihr, was ich jetzt machen will? Ich will mal was testen. Bevor wir weitergehen. Wie geht das? Nein, es geht noch nicht. Tennessee Walker, was ist das? Streicheln. Gutschu, gutschu, gutschu. Boy. Oha. Boy? Ah, ist Boy. Okay. Gut. Das heißt, es gibt auch Weibchen. Bin gespannt, wie die aussehen. Bestimmt kleine. Wow, schon geil.
Pferd ist schon geil, Leute. Ja, guck mal. Guck mal. Wow. Guck mal. Wow. Sieht wirklich gut aus. Da verliert Odyssee. Tut mir leid. Nein, nicht da. Oh. Abgeben, um zu den Vorräten der Bande beizutragen. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Mm, you're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Bin gespannt, ob sie jetzt da häuten oder. In his hand ever since we fled Blackwater. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go. And he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Oh. Maybe that can of salt and awful Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Oh. Let's see if we can find another way around. Bear? Nein. Wo? He must be real hungry. Stay well back. Bleib zurück. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Oh nein. Ich würde gerne kämpfen. Geht das? Ich wollte gerade aufhören, ja, aber das müssen wir natürlich jetzt auch noch sehen, was da jetzt passiert und ja, der Bär hat dein Pferd erschreckt, Raubtiere in der Nähe machen dein Pferd nervös, halte gedrückt, um es zu beruhigen. Ah, oh, voll gut, das Spiel ist wirklich geil. Nein, ich dachte Kampf mit dem Bären. Guck, wenn ich L3 drücke, guck mal. Wirklich Hammer. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever.
Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Ulf? Boah. Tut mir leid, mein Freund. He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Okay, jetzt kommt bestimmt eine Cut-Szene. Mal gucken, was da kommt. Ja, schauen wir uns das auch noch an. Das Video wird ein bisschen länger sein, aber das Spiel ist auch meist erwartetes Spiel, würde ich sagen, des Jahres mit God of War. Ja, deswegen kann das Video ein bisschen länger dauern. So, Pferd anbinden. Gleich werde ich auch meine Meinung zu dem Spiel sagen, wie ich es finde. Ich glaube, das ist, ihr wisst schon, was ich sagen werde. Oha, oha, er will jetzt abschlachten. Mann. Schon geil, guck. Voll gut. Ich mag das Spiel. Wirklich. Ablegen. So. What a surprise. Found a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, if you don't. Okay, das will ich häuten. Oh mein Gott, was will ich jetzt sehen? Scheiße. Halt Y gedrückt, um den Hirsch zu häuten. Tamam lan, warte. Oh. Uff. Oha. 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 They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting. Wow. After all these years. We're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Scheiße, was soll ich sagen? Oha, das hat wirklich hart ausgesehen. Wenige Tage später. Du hast die Meisterjäger-Herausforderungen freigeschaltet. Sieh in deinem Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Dutch,
being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Wer zum Teufel ist Lipticus Cornwall? Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look out. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need everything we have in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Okay. Everyone ready? Und so geht es weiter. So, ja, ich glaube, das ist mal gut. Wow. 57 Minuten und ich musste nicht mal viel reden. Die haben die ganze Zeit geredet, ja. Schon die erste Stunde, wo ich gespielt habe, ja, es gab ein paar technische Probleme mit meinem Mikrofon, keine Ahnung wieso. Ja, und jetzt, da habe ich auch noch weniger geredet. Und jetzt habe ich versucht, natürlich ein bisschen zu reden und so, aber wie man sieht, die hören nicht auf zu reden. Aber gut, das ist, mir gefällt das, ich hoffe euch auch. So, ja, das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Es macht wirklich sehr viel Spaß bis jetzt. Wir haben nicht viel gesehen, aber das, was ich jetzt gesehen habe, ich kann mir gut vorstellen, was auf uns zukommt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, es wird halt ähnlich wie GTA 5, einfach in Western. Und die Grafik ist super, das Gameplay macht Spaß. Ist ein bisschen träge, aber ich glaube, das ist normal. Die Pferde sind mega Hammer, wirklich. Und ja, das Kämpfen auch. Hat auch Spaß gemacht, zu schießen und so. Ja, jetzt, ich hoffe, die Kampagne ist jetzt auch gut. Die Nebenmissionen haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ja, man kann zunehmen, man kann abnehmen, man kann duschen und so. Oder wenn man nicht duscht, stinkt man vieles. Also es gibt vieles anscheinend, habe ich gelesen. Ja, von 10 möglichen Punkten würde ich, was ich bis jetzt gesehen habe, 9 Punkte geben. Es macht wirklich mega viel Spaß und ist auch ein großes Spiel. 65 Stunden Hauptmission, also die Kampagne ist 65 Stunden und Nebenmissionen, wenn man die auch noch zählt, 20, 30 Stunden. Und wenn man ein bisschen locker spielt, chillt wie ich jetzt zum Beispiel, ich denke, hat man locker 90 Stunden, 100 Stunden Spiel. Ja, das ist genug, würde ich sagen. Hat sich definitiv gelohnt. Ich kann das Spiel wirklich jedem empfehlen. Ja, nur was mir nicht so gut gefällt, also nicht gefällt, unser Hauptcharakter ist nicht so charismatisch irgendwie bis jetzt. Er ist bisschen der Bauer irgendwie. Er hat wirklich Ähnlichkeit mit Niko Bellic von GTA 4. Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Es kann auch sein, dass ich... ne? Aber irgendwie
Ja, er ist nicht so charismatisch. Er ist nicht so. Seine Persönlichkeit irgendwie, seine Aura ist nicht so jetzt mega. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel bei GTA 5 hat mir Michael sehr gut gefallen. Super, super, wirklich. Ich habe das geliebt. Ja, oder Trevor war auch interessant. Er ist ein bisschen der Mitläufer. Wisst ihr, was ich meine? Er ist nicht so, aber vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht ändert sich das noch. Zum Beispiel John Marston, also von dem ersten Teil, der wo verletzt ist, der ist zum Beispiel irgendwie charismatischer. Ja, irgendwie. Das aber, wie gesagt, wir haben jetzt, ich habe jetzt 2 Stunden gespielt, 1 Stunde vorher, 1 Stunde jetzt etwa. Und ja, 9 Punkte trotzdem, es macht viel Spaß. Ja, kauft es euch. Wenn ihr das nicht kauft, was wollt ihr euch dann kaufen? Ich bin auch kein Western-Fan, aber ich glaube, das Spiel ist macht Spaß. Macht Spaß. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, liked es. Falls nicht, disliked. Das Leben ist zu kurz. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.